Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. So, ich habe gerade wieder kurz im Internet nach Antrium gegoogelt und habe ein Bild gesehen von diesem Gerät hier. Jetzt hoffe ich, mir ist nämlich eingefallen, stimmt, man kann ja auch Rohstoffe mit dem Ding suchen. Jetzt hoffe ich, wenn wir hier den Rohstoffsucher aktivieren, den Ressourcensammlungsding, dass wir dann vielleicht auch gezielt nach Antrium suchen können oder so. Eine Ressourcensammlung wird uns jetzt angezeigt. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wir werden nachschauen. Giftiger Pilzplanet. Vielleicht hilfst du uns ja doch noch. Vielleicht hätten wir Antrium dann auch auf unserem Planeten finden können. Wir hätten einfach nur noch so eine Ressourcensammlung suchen müssen. Aber vielleicht ist so eine Ressourcensammlung auch wieder nur so ein komisches Platinum-Lager. Wie es die schon vor dem DLC gab. Ich weiß es nicht. Ha. Das ist ein Block. Ein Ressourcenblock. Aber Antrium wurde mir nicht angezeigt, dass es hier gibt. Das ist auch Iridium. Okay, das heißt, es zeigt einem tatsächlich einfach nur... Schade. Schade, echt schade. Ja, nun... Wisst ihr, was ich mache jetzt? Ich schaue jetzt nochmal. Machen wir eine Live-Recherche. Ich will nur sicher gehen, dass Antrium tatsächlich ein normaler Rohstoff ist und nicht irgendwas Specialiges, von dem ich wieder nichts weiß, weil sonst fliege ich ewig lang durch die Gegend jetzt und suche nach Planeten mit Antrium und werde wahnsinnig, wenn es das gar nicht gibt. Planeten mit wertvollen Ressourcen, seltene Gegenstände und Items. Ich gehe mal hier auf Fundorte der Elemente von Eurogamer. Ich hoffe, das ist neuer. Der 14.8. Nee, das war noch vor dem Update. Dann hilfst du mir überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Antrium. 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 Ich finde da nichts dazu. Das ist echt nervig. Sehr schade auch. Keine Ahnung. Naja, wenn das so ist, müssen wir einfach wahrscheinlich weiterhin Planeten scannen, oder? Bis wir Antrium finden. Ich wüsste nicht, wie wir das sonst kriegen würden. Ich schaue gerade noch. Deswegen bin ich so leise. Aber ihr könnt euch ja von dem wunderschönen Regengeräuschen ein bisschen einlullen lassen. Ich werde da immer ein bisschen müde davon. Ich finde, das ist so ein beruhigendes Geräusch. Dieser Regen, der gegen die Scheibe prasselt. Schön, oder? Ich finde schon. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. So, aber genug davon. Ich habe nichts gefunden. Überhaupt nichts. Das heißt, wir fliegen jetzt weg. Wir fliegen jetzt in ein neues System und versuchen da mal unser Glück. Weil ich nicht weiß, was wir sonst machen sollten. Und auch wenn das jetzt umsonst ist, was ich hier mache und die Lösung eigentlich eine andere ist, fliegen wir trotzdem weiter Richtung Zentrum und das ist ja auch schon was wert. Irgendwann kommen wir dann nämlich doch auch nebenbei vielleicht nochmal im Zentrum an. Nur ein kleines Stückchen wird noch gehen, vielleicht hierher. Das sieht gut aus. Ein Planet nur. Oh, nehmen wir irgendwas in der Nähe mit mehr Planeten. Ein Planet, zwei Monde. Mhm, auch nicht schlecht. Ich hätte gern so drei Planeten. Drei Planeten und eine Handvoll Monde vielleicht. Ach, kommt schon. Ihr müsst es doch irgendwo Systeme mit mehr Planeten geben als einen. Drei Planeten. Okay, kann ich mich drauf einlassen. Los geht's. Los geht's!
Ich bin jetzt echt gespannt. Ich bin jetzt echt gespannt, ob wir Antrium finden irgendwo. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Niesen. Das auch noch. Okay, schauen wir mal. Was gibt es denn in Xigangliang? Nix. Was gibt es denn da drüben? Moment! Was stand da gerade? Da wurde mir gerade irgendwie eingeblendet. Jetzt bin ich echt verwirrt. Mir wurde gerade irgendwo eingeblendet, dass Amaryll entdeckt wurde. Oder spinne ich? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich sehe jetzt auch kein Zeichen oder so. Da ist die Raumbasis und die drei Planeten sind gescannt. Und mir wird jetzt hier auch ein Ressourcen... die Ressourcensammlung angezeigt. Muss ich dahin? Ich weiß es nicht. Ach, verdammt, ich weiß es nicht. Ich fliege jetzt mal dahin. Mal schauen. Ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß es wirklich nicht. Aber mal gucken. Wir werden jetzt da landen und uns die Ressource, die uns angezeigt wird, mal anschauen. Und hoffentlich ist es dann Antrium. Mir wurde, ich hab's wirklich, da war eine Einblendung ganz kurz auf dem Bildschirm und da stand irgendwas mit A entdeckt. Könnte Antrium gewesen sein, könnte eine Anomalie auch gewesen sein. Vielleicht war es auch die Anomalie, die in diesem All ist und ich hab's nur irgendwie falsch gelesen. Aber mir wird halt zufällig eine Ressourcensammlung angezeigt und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das vielleicht Antrium ist und dass Antrium so ein ganz spezieller Quest Gegenstand ist und der nicht angezeigt wird, wenn man die Planeten scannt. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sieht mir eher ein bisschen nach Gold aus, was da steht. Ja, das ist auch Gold. Schade. Irgendwie. Also ich habe nichts gegen Gold und so, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt eigentlich. Ach verdammt. Ah. Dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Es gibt nirgends Antrium. Antrium ist eine Legende, ein Gerücht, eine Lüge. Antrium is a lie. Nee, nicht wieder auf dem Planeten fliegen. Wir wollen zur Raumstation. So. Wow. Ich fliege mal zur Anomalie. Oder zur Raumstation. Der Autokorrigierpfeil lässt mich leider nicht. Oder soll ich mal ein paar Asteroiden zerschießen, ob die Antrium enthalten? Ich weiß es ja nicht. Bestimmt ist unser Schiff schon wieder voll. Mehr Gold und Eisen. Nee, ich glaube, hier finden wir auch kein Antrium. Dann zur Anomalie. Ich bin am Verzweifeln. Verzweifeln. Irgendwo werden wir schon Antrium herkriegen. Versuchen wir es bei der Anomalie, dann fliege ich zur Raumstation und dann lande ich vielleicht noch auf dem Planeten neben der Raumstation direkt mal kurz und dann fliegen wir halt ins nächste System und versuchen es nochmal. So, hier ist nicht der Eingang, dann ist der Eingang wahrscheinlich ausgerechnet auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, wir müssen dahin fliegen, manuell.
So. So. Versuchen wir es mal so. Hallo, Leute. Hallo. Und was hast du für mich? Ah, der gibt mir irgendwas. Na gut, dann muss ich mein Inventar mal schnell aufräumen. Ach so, mein Anzuginventar muss ich aufräumen, nicht mein... Mein anderes Inventar, okay. Eisen. Plutonium. Mehr Plutonium. Noch mehr. Ach so, das ist Titanium. So, jetzt aber. Freund, überlebst Orte, die man findet, bleibst am Leben. Bla bla bla. Überlebensdaten, bitteschön. Hey, du bist absolut cool. Du überlebst voll viel gefährliche Planeten. Hier hast du was dafür. Ist die grobe Zusammenfassung von dem, was er jetzt da wahrscheinlich sagt. Neue Technologie. Warp-Reaktor Sigma. Ist die wirklich neu? Nee, ich hab den schon. Da steht die ganze Zeit neue Technologie. Auch wenn es bekannte sind. Das Spiel lügt mich an neuerdings. Das hat vorher nicht gemacht. Vorher stand da immer bekannte Technologie. Jetzt heißt es immer neue Technologie. Ob die jetzt neu ist oder nicht. So, und was ist mit dir? Rote Kugeln. Überwiegend feindlich. Hier. Ich glaube, die habe ich auch schon. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde behaupten, dass ich die auch schon kenne, die Technologie. Naja, ihr seid wie immer absolut nutzlos. Danke für nix. Wir gehen jetzt wieder. Würde ich sagen. So, einen kleinen Moment mal. Ich muss hier mal kurz Real-World-Probleme lösen. Okay. Entschuldigung, bin schon wieder da. Heute geht aber auch alles schief. Erst sitzen wir eine Stunde lang irgendwie beim Regen im Auto, weil ich irgendwie geheim google, wo wir Antrium herkriegen. Wow, wow, da verzieht es mir ganz schön das Fahrgestell oder so ähnlich. Auf Xingangliang gibt es ja mal wirklich gar nichts. Bedrohung geortet? Was für eine Bedrohung? Wo denn? Also heute zeigt es mir aber dauernd komische Sachen an. Raumstation, ich komme! Warte mal, was sind das da schon wieder? Ah, auf dem ist Kopfgeld ausgesetzt. Joa, da schauen wir aber mal hin, würde ich sagen. Ich bin neuerdings Kopfgeldjäger. Haha. Gib auf. Oder ich muss schießen. Oh, der ist aber auch ein bisschen hart. Der hält ein bisschen mehr aus. Und der teilt auch ganz schön aus. Moment, ich mache den Laderaum leer. 100.000 Units wurden auf dein Konto eingezahlt. Na, das ist doch mal cool. Wenn ich jetzt noch die Kapsel finde, die er beim Sterben verloren hat. Aber die ist irgendwie verschwunden, glaube ich. Naja, laden wir mal unsere Schilde wieder auf, so gut es geht. Ah, zum Glück haben wir eine Schildsplitter. Neuerdings machen die echt Sinn, diese Schildsplitter. Die waren für mich immer so... Ballast zum Müll, den man irgendwie mitschleppt. Aber jetzt...
Okay, docken wir mal an der Raumstation an. Ach, das finde ich ja mal cool, dass man jetzt für Kopfgeld und sowas Prämien kriegt. So kann man auch Geld verdienen. Und 100.000 ist nicht wenig. Ein kleiner Teil immerhin. Wie viel hat der Frachter in der letzten Folge oder vorletzten Folge gekostet? Ja, das waren, glaube ich, schon Richtung 10 Millionen. Aber immerhin. Die 100.000 Grade sind ein Hundertstel davon. Immerhin. Oder so. Okay. Was wollte ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Wir reden jetzt dann mal mit den Bewohnern. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt hier mal die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao.